Man hat schon öfter archäologische Funde gemacht, die ich recht interessant finde. Zum Beispiel hat man bei Römern oft Würfel gefunden. Und ich glaube, es waren auch die Römer, die oft einen Vorgänger des Mühlespiels dabei hatten. Und eben immer, wenn sie Zeit gehabt haben, haben sie es einfach rausgeholt. Und dann, bis sie weiter mussten oder bis was Neues anstand, haben sie dann irgendein Würfelspiel gemacht oder Mühle gespielt. Sogar in der Bibel steht, dass um die Kleidung von Jesus Christus die Legionäre Würfel gewürfelt haben, geworfen haben. Und ich finde, man kann viel daraus lernen, weil wir sind heute in einer Gesellschaft, in einer Kultur, wo sehr viele Menschen depressiv, sehr viele Menschen unglücklich sind. Und wenn man sich ansieht, wie diese Menschen leben, auch wenn man selber mal eine depressive Phase hat, eine Phase, in der man sehr niedergeschlagen ist, wenn man sich dann mal fragt, was macht man den ganzen Tag, stellt man fest, ja, man beschäftigt sich nicht mit so einfachen Dingen wie Spiele spielen, die nicht sonderlich anspruchsvoll sind und wo auch überhaupt nichts dabei ist, wo man einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen kann und auch in Gesellschaft so ein bisschen interagiert, weil man sie mit anderen spielt. Was lernt man jetzt daraus? Es wäre doch eine Überlegung wert, ob man sein eigenes Glück nicht auch dadurch steigern kann, dass statt zu sagen, oh, das ist ja unproduktiv, ich arbeite lieber, oder ich mache lieber was Sinnvolles, ich räume lieber auf oder entrümpel mal, wenn ich Zeit habe, wenn man sich bewusst Zeit für solche ganz einfachen Dinge nimmt. Anscheinend die Menschen früher waren offensichtlich ein bisschen glücklicher, obwohl deren Leben im Schnitt genommen etwas langweiliger war, aber sie haben sich auch einfach gern Zeit für diese Dinge genommen. Vielleicht eine große Lehre. Und ich sitz schon wieder barfuß am Klavier. Ich träum Liebeslieder und sing dabei von dir.